Wie Sie sehen, gibt es in Düsseldorf auch noch landwirtschaftliche Betriebe. Hier sehen Sie einen Teil des Betriebes meines Vaters Karl Bergmeister. Genauso wie früher auch gibt es heute auch noch den Hofhund. Vom früher stark spezialisierten Gemüsebaubetrieb hat sich dieser der heutigen Zeit angepasst und gewandelt. Der Betrieb hat eine Größe von ca. 40 Hektar. Wir haben uns hier spezialisiert auf die Milchviehhaltung mit zurzeit 44 Kühen. Jede Kuh gibt pro Jahr 6000 Liter und muss dabei auch noch ein Kalb gebären. Im Augenblick bekommen die Kühe Grünfutter, was täglich auf dem Acker geholt wird. Zurzeit sind die Kühe in Ruhestellung. Nun kommen wir in den Stall für die deckfähigen Rinder und die jüngere Nachzucht und die Mastbullen. Hier ist der Vater für die jährlichen Kälber, der immer gut in Kondition sein muss. Das ist das Produkt dieses Vaters. Dieser Aufgabenbereich muss sehr verantwortungsvoll geführt werden, weil die kleinsten Unregelmäßigkeiten und Unsauberkeiten bei der Tränkung Krankheit bei den Tieren hervorrufen kann. Stehst du noch eine Ziehung, ey? Ja, ich schlöbe doch. Oh, ich wollte noch eine Ziehung. Ja, ja.
Und dann wird es gefilmt, genau gemacht.